Hallo und herzlich willkommen hier in meiner Rumpelkammer. Es geht weiter. Das letzte Mal ist ja die Aufnahme abgestürzt, aber ich war eh oder habe eh kurz danach die Aufnahme beenden wollen. Deswegen da hinten, ich hatte es das letzte Mal angekündigt, ist das Dschungelbiom, wo wir jetzt hinfahren. Kleine Butterfänger hier, der freut sich. Yay, es geht weiter. Das Bildchen habe ich hier um die Ecke. Und da haben wir hier schon mal was entdeckt. Und zwar sind das Kakaobohnen, die wir hier an dem herrlichen Stamm ernten können. Und zwar, das ist das Tropenholz. Das werden wir jetzt gleich mal wegmachen, damit wir die Säpplinge bekommen. Ja, heute ist Montag. Die Woche hat hoffentlich bei euch gut gestartet. Habe ich euch dabei? Jawohl. Aufnahme läuft, Mikro ist runtergeklappt und es gibt heute einen herrlichen Waldbeerentee, Tee sag ich schon, eine Waldbeerenlimonade. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ist sehr lecker. Schmeckt nicht so süß, obwohl genauso viel Zucker drin ist wie bei den anderen. Also man sollte sich da auch nicht täuschen lassen. Aber der Geschmack ist halt lecker. Das ist eine Eiche. Eigentlich hätte ich die gar nicht gebraucht. Ja. Wenn wir immer dabei sind. Und wir wollen ja, dass die anderen Zepplinge alle zu Boden fallen. Deswegen müssen wir hier natürlich alles Holz entfernen, auch an den benachbarten Bäumen. Wir sind ja jetzt schon eine Weile unterwegs. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann jetzt, vielleicht sogar heute, mal wieder zurückkommen in unser Dörfchen, in unsere Hafenstadt. Hafendorf, je nachdem. Jetzt ist es zurzeit noch ein Dorf. Vielleicht wird es irgendwann mal eine Stadt, von der Größe her. So, das sollte es gewesen sein. An Holz. Jetzt gucken wir mal, ob hier die Säpplinge fallen, die Setzlinge. Ja, da haben wir schon mal einen. Aber wir brauchen für einen großen Baum, denn das geht hier bei den Tropenholz genauso wie bei den Schwarzeichen. Brauchen wir vier Stück oder können wir vier Stück pflanzen und dann wächst ein riesiger Baum, der sich natürlich auch gut ernten lässt. Das nehmen wir noch mal mit. Da kann man auch tolle Sachen draus zaubern. Aus diesen Kakaobohnen kann man zum Beispiel auch Kekse backen. Hier in Minecraft. Hat ein Update bei OBS gegeben. Und ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt durchhält und nie wieder abstürzt. Hat ja schon ein paar Mal geklappt, aber warum es jetzt wieder passiert ist, ich kann es nicht sagen. Es fallen natürlich jetzt auch die Eichen-Säpplinge. Jetzt haben wir zwei Tropenholzbäume. Oder können zwei pflanzen. Wir brauchen vier Setzlinge. Vier Setzlinge, komm. Gibt uns Setzlinge. Hier ist übrigens eine tolle Schlucht. Guckt mal. Hier fällt das Wasser von oben herein. Sehr schön. Da unten könnte sogar eine kleine Höhle losgehen. Sieht aber nicht so aus, nee. So. Ah, nasse Füße. Kommen Setzlinge, fällt zu Boden. Was ist denn hier? Hier steckt bestimmt noch irgendwo Holz drin.
Ich ahne es. Irgendwo ist hier noch was. Hier müssen wir nochmal hoch. Das ist die Eiche gewesen hier. Ah, guck, da ist es. Das kann es schon gewesen sein, warum es nicht funktioniert hat. Mit dem Despawn. So, jetzt hoffe ich mal, dass das restliche Laub noch despawnt. Ja, jetzt funktioniert es. Aber das war nur Eiche. Ah, hier unten, guck. Da war noch einer. Jetzt haben wir drei. Komm, einen noch. Dann bin ich zufrieden. Will ich glücklich nach Hause fahren. Na du? Du bist das schwarze Schaf in der Familie. Hä? Hab ich gehört? Hä? Na, red dich nie raus. Es ist so. ja, da kam er, der vierte. Wunderbar. Oh, jetzt haben wir sogar schon fünf. Naja. Wunderbar. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mitnehmen mehr, die Eichensetzlinge. Da haben wir genug zu Hause. Naja, wieder ins Ei gefangen. Alter. Na? Weg damit. So, jetzt rein ins Bötchen. Und da können wir theoretisch eigentlich dort schon dran vorbeifahren an dem Tropenbiom. Wir müssen ja da gar nicht mehr hin. Wir haben ja jetzt die Setzlinge. Aber ich sehe noch etwas, was hier auf jeden Fall lohnenswert ist, sich dieses zu holen, und zwar Bambus. Bambus ist als Brennstoff hervorragend geeignet. Da kann man sich auch eine schöne Farm anlegen. Jawohl. Ja, und das reicht jetzt schon. Mehr brauchen wir gar nicht. Na wunderschön, die Folge geht ja schon mal erfolgreich los hier. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Ja. Vielleicht noch ein Dörfchen. Ich habe in der Zwischenzeit, wo ich hier gewartet habe, dass nächster Tag wird, um die Aufnahme wieder zu starten, habe ich mal ein bisschen ausgemistet. Ich habe zum Beispiel zu viel Sand hatten wir dabei, habe ich weggeschmissen. So ein paar andere Dinge noch rausgeschmissen. Deswegen haben wir jetzt wieder etwas Platz gehabt. Ja. Bin gespannt, ob wir noch was finden hier. Ansonsten machen wir gar nicht lange rum. Ich guck mal noch hier vorne, da gibt es Akazienholz. Hatten wir schon Akazienholz und Akaziensetzlinge? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da werden wir auf jeden Fall noch mal Halt machen und uns das Akazienholz besorgen. Denn da hinten sehe ich die Bäume. Jawohl. Sehr schön. Ansonsten wirklich eine tolle Welt. Ist das dort ein Haus oder ist das... Ah, ich fahre hin. Ich muss näher ran. Siehst du da oben? Da ist das ein Haus oder ist das ein Baum? Das ist ein Baum, ne? Ja. Ich sehe bloß einen Stamm noch nicht. Es schwebt noch in der Luft. Ja, es ist auf jeden Fall kein Haus. Ach ja, komm. Weiter. Weiter. Eine Schere hatten wir auch nicht dabei, ne. Sonst hätten wir auch noch ein bisschen Lianen mitnehmen können. Diese Rankenpflanzen. Hier auch wieder schönes Weideland. Und da vorne sehe ich ein Dorf. Haha, ein Dörfchen. Juhuhu. Was war das? Was ist denn das? Sand. Nein, danke. Das möchte ich nicht. Und es wird gerade dunkel.
Da werden wir natürlich gleich hier noch übernachten. Aufnahme läuft noch. Wunderbar. Na, ihr Schweine. Und das ist nicht bös gemeint, nein. So, das hoch, das zurück. Das in die Hand setzen, schlafen. Gute Nacht. Und guten Morgen. Wunderbar. Das war kein. Das war natürlich eine Eiche. Toll. Dann nehmen wir diese Stämme weg, damit die Säpplinge tropfen können. Tropfen können. Tropfen. Ich bin böse, Tropfen. So. Mann, 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 Mann. Jawohl. So, das sollte vielleicht sogar schon reichen. Jupp, da haben wir den ersten. Die sind eigentlich ziemlich dankbar, die Akazienbäume. Die lassen schnell Setzlinge fallen, Setzlinge fallen. Boah. Schön. Schöne Gegend. Wunderhübsch. Was? Was? Das war ein Villager-Zombie-Kind. Alter. Was? Das ist doch nicht wahr. So. Und ich denke, was ist denn das für ein Geräusch? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal hatte. Ein Villager-Zombie-Kind. Haben wir hier noch was? Jawohl, hier ist auch noch eins. Das haben wir schon vier zusammen, das reicht. Zip und ab dafür. Da rudern wir jetzt mal zu dem Dörfchen. Jawohl. Mal sehen, was die für uns bereithalten. Ach nee, das ist ein Nedertor, das ist gar kein Dorf. Aber hatte ich nie ein Dorf gesehen? Irgendwo? Hä? Hallo? Ich war mir doch sicher. Na gut, ein Nedertor macht's auch. Freue ich mich auch drüber. Denn da gibt es wieder Gold. Jawohl. Einen herrlichen Goldblock. Das heißt, 4 Barren Gold. Jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen. Theoretisch schmeiße ich weg das Eichenholz. Und praktisch auch. So, da haben wir den Block. Den legen wir rein. Und da haben wir 9 weitere Gold. So, also, damit er nie wieder meckert mit mir, suche ich jetzt die Kiste. Ich hoffe, ihr habt sie noch nie gesehen. Das ist ja so ein verschüttetes Tor. Hä? Hier ist aber keine Kiste. Sollte ich jetzt die Scha mit der Schaufel hier mal rütteln? Irgendwo ins Find? Ziegelstein. Noch mehr Ziegel. Hier ist keine Truhe. Oh, bedauerlich.
Weshalb ich hier den ganzen Strand umgegraben habe. Ich habe eh keine Lagerkapazitäten mehr. Mensch, hör auf jetzt. Hör auf! Schluss. Schluss aus, Bumbanane. Da haben wir es eben nie gefunden. Wenn ihr das jetzt seht oder gesehen habt, schreibt es mir bitte. Schreibt mir bitte, ob ihr eine Kiste gefunden habt oder gesehen habt. Also ich habe keine gesehen und keine gefunden. Ne. Ich bin allerdings auch ein schlechter Finder. Wie schon mal erwähnt. Oh, und jetzt regnet es. Oh, trübes Wetter. Na. Nass, kalt. So in Wirklichkeit. Draußen ist es auch nass und kalt. So, was haben wir hier? Hier leuchtet was, oder? Leuchtet hier was? Da leuchtet doch was. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch leuchten. Da leuchtet doch was. Mann, 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 Mann. Aber das wird wieder nur Lava sein, denke ich mal. Ja, blub, blub, blub. Mr. Lava, Lava. Gut. Ist wohl nichts. Schade, dass das Dörfchen da war. Das hätte ich jetzt gerne auseinandergenommen. Könnt ihr mal nochmal hier hoch? Hatte ich eigentlich schon Kaktus? Warte mal, das schmeiße ich weg. Das behalte ich alles. Vielleicht. Eigentlich brauche ich ja das Holz nicht. Ich habe ja die Setzlinge. Ich habe schon wieder aufgehuckt. So, zack. Ich weiß nicht, ob ich schon hatte. Ja, da hinten ist das Tor. Also hier war anscheinend doch kein Dorf. Und ich hatte schon Hoffnung gefasst, dass das vielleicht das Dorf ist, wo wir unsere Villager her haben. Das müsste jetzt hier auch irgendwann mal auftauchen. Hier ist ein neues Biom. Das ist auch sehr interessant. Das sind Lehmblöcke, also Keramikblöcke. Also, die kann man sich auch selber herstellen aus Lehm. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Auch recht interessant. Es gibt auch solche Biome, wo dann ganz viele Mineneingänge sind. Was hier allerdings nicht der Fall ist, wenn ich das richtig sehe. Und es regnet offensichtlich auch nicht in diesen doch heißen Biomen. Gut. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum Bötchen. Mhm. So. Das Bötchen, da war die Lava, da muss das Bötchen da stehen. Hier haben wir noch mal Kaktus. Aua, da habe ich mich doch an den Kaktusstachel gestochen. Die allerersten Monsterfallen waren ja mit Kaktus und Wasserströmen gemacht. Ich habe das damals beim großen Meister gesehen, beim Kronk, wie der das gebaut hat. Damals sah Minecraft noch echt schlecht aus. Da ist das ja hier schon High-End. Es gibt natürlich noch Mods, die das alles noch realistischer machen und die Spiegelung noch besser und so weiter. Hier unten ist ein Korallenriff, seht ihr das? Es leuchtet, die Korallen leuchten. Auch sehr hübsch. Da ist, was ist das? Ein hoher Berg oder? Ja, das scheint der Berg zu sein. So. Mhm. Na gut, jetzt wird es ein bisschen rötlich, die Wolken. Das heißt, es wird Abend. Das ist dieses besagte Keramikbiom.
Aber eben ohne Minen, Minenschächte. In den Minenschächten hätten wir gut Spinnweben farmen können. Aber das ist leider nicht. Ja. Früher oder später treffen wir eh auf eine Mine. Eine schöne große, die wir auseinandernehmen können. Ich würde sagen, wir landen hier mal an und schlagen mal unser Bett auf. Damit hört es natürlich dann auch auf zu regnen, was sehr gut ist. So, nee, das nee. Das machen wir so. Und gute Nacht. Ja. Werfen noch mal einen Blick bei Sonnenschein auf dieses Biom. Das ist roter Sand. Okay. Und hier oben habt ihr halt dann die Keramikblöcke. Da ist sogar weißer Keramik mit dabei. Gut. Weiter geht die Reise. Hier noch was, was ich wegwerfen könnte, theoretisch. Ja, das Tropenholz eigentlich weg. Auch das Akazienholz kann ich wegschmeißen. So, da kommt das wieder hoch. So. Und weiter geht's. Und da haben wir ein Boot. Sehr schön. Ein Frack, oder? Sieht es nur so komisch aus. Das sieht aus wie Holz. Das wird ein Boot sein. Ein Bootswrack. Und zwar der hintere Teil. Sehr schön. Da gucken wir doch mal rein. Ob der Captain uns was hinterlassen hat. So, da ist die Tür. Können wir auch direkt rein. Eine Schatzkarte. Ach Gott, eine Schatzkarte. Papier brauchen wir nicht. Das lassen wir hier. So, nochmal in die Bootskiste geguckt. Hier hatte ich die Federn, jawohl. Hatte ich das schon? Ne, das hatte ich noch nie. Die kann ich dann mal essen. Das sind die auch weg. So, eine Schatzkarte. Also. Da drüben. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Wo sind wir? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Das heißt, es ist ja noch früh am Morgen. Da wird sie aufgegangen sein. Da geht sie unter. Das heißt, dort ist Osten, da ist Westen, da ist Norden. Dann müssen wir in diese Richtung um dorthin zu kommen, wo wir hin wollen. Wenn das stimmt. Mal gucken noch mal. Ist das richtig gewesen? Ja, ist richtig gewesen. Hier drüben ist Westen. Ja, bis jetzt kommt noch nicht. Ja, fahren wir einfach mal an der Küste lang. Kann ja nicht schaden. So. Die Berge werden immer höher. Immer größer, was ist das? Was ragt da aus dem Wasser? Nichts weiter. Sand und Stein, okay.
Und? Nee, wir entfernen uns. Okay. Das ist komisch. Gut, machen trotzdem weiter. Die können wir ja ein andermal machen. Die können wir ja holen. Oder den Schatz können wir uns holen, wenn wir ihn dann mal gebrauchen. Ist ja hier irgendwo am Wasser. Müsste man ja relativ schnell da sein. Immer noch dieses Keramikbiom. Also Leute, ich würde sagen, ich mache einfach weiter und höre ich dann wieder dazu, wenn es wieder was zu sehen gibt. Bis dann. Ich habe was gefunden und zwar ein Boot. Erst dachte ich, es ist ein Haus von Weitem, aber nee, es ist ein gekentertes Boot. Also es liegt verkehrt rum im Wasser. So, und da haben wir gleich die erste Kiste. Da, wunderbar. Die können wir gleich vom Boot aus öffnen, dachte ich. Haben wir es vielleicht. Oh, das war ein Leck. Die Schatz. Noch eine Schatzkarte? Da ist da aber gar nichts drauf, oder? Nee, da ist nichts drauf. Das ist komisch. Das ist eigentlich eine leere Karte. Bücher. Bücher weiß ich nicht, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Hatte ich schon mal Bücher? Nee, hatte ich noch nie. Die Bücher würde ich aber gerne mitnehmen. Dazu werde ich das mal wegschmeißen. So. Und diese komische Karte, die würde ich gerne mitnehmen. Jetzt gucken wir mal weiter hier hinter. Da ist nämlich noch eine. Ich habe eine Truhe. Da sind Rüben drin. Naja, da haben wir ja schön Platz dafür. Richtige Kohle. Nehmen wir auch mit. Das ist Schwarzpulver. Das braucht man nicht unbedingt, oder? Oder sollte ich den Schwarzeichenstamm hier lassen und das Schwarzpulver mitnehmen? Ja, mache ich so. Gut. Haben wir das auch? Ah, jetzt muss ich immer mehr Entscheidungen treffen. Was schmeiße ich weg? Was lasse ich da? Ja, das ist gar nicht so einfach manchmal, ne? Aber gerade sowas wie Holz. Ah, das braucht man ja nie. Das muss ja nicht sein. Das kann man ja jederzeit wieder selber anbauen, ernten. Das muss man ja jetzt nicht mit nach Hause schleppen. Da ist auch noch mal so was Merkwürdiges. Könnte eine Insel sein, könnte aber auch so ein Dorf von Ertrunkenen sein. Da gucken manchmal die Gebäude oben raus. Aber da möchte ich eigentlich nie rein. Ne, ist eine Insel. Insel. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen blauen Meer. Ja, Jim Knopf. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich kenne nur die Musik wegen dem Titel aus den 90ern. Zu dem wir damals kräftig abgehottet sind. Ach, wir haben schon coole Partys gefeiert früher. Ja. War schon eine schöne Zeit. Die 90er. Eigentlich für mich das beste Jahrzehnt. Habe ich so in Erinnerung zumindest. Wobei, wie meine Tochter immer sagt, mit der rosaroten Rückblickbrille sieht man alles irgendwie geschwächter und besser und schöner und hat sie nicht ganz unrecht. Da hinten geht es über in eine Wüste. Auch das hier ist alles Wüste. In Wüsten gibt es Tempel, die man finden kann. Aber wir sind ja zu Wasser unterwegs und nicht zu Land. Deswegen werden wir
wenn nicht gerade einer direkt am Strand gespawnt ist, so ein Tempel, werden wir keinen finden. Das ist eine große Wüste hier. Überhaupt, die Biome sind angenehm groß. Ich sag das, glaube ich, schon mal. Sind nicht so kleinfertzig. Oh, das dachte ich ja hinten. Was ist das? Aber nee, das ist wieder dieses Keramikbiom. Das sieht schon cool aus. Das ist wie in Amerika. Ja. Oh, da habe ich es gesagt. Tempel. Nee, das ist kein Tempel. Das ist wahrscheinlich ein Wüstendorf, oder? Ja, das ist ein Wüstendorf. Das ist doch cool. Passt mal auf. Dann machen wir. Es wird eh gerade dunkel. Wir legen uns mal kurz hier hin auf der vorgelagerten Insel. Achtung. Zip. Das Bett in die Hand. Das weg. Gute Nacht. Und guten Morgen. Ich guck bloß gerade mal, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ja, es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Und ich soll die Folgen nicht so lang machen. Also passt dafür. Wir machen jetzt eins. Ist das schön. Ich ruder jetzt noch rüber bis zum Dorf. Und ich würde meinen, dann machen wir beim nächsten Mal, looten wir das. So gut wie es geht. Und nehmen nur das mit, was wir unbedingt brauchen. Den Rest lassen wir alles da. Ah, hier, guck mal, wie schön. Einen riesen Turm haben sie hier gebaut. Guten Tag, die Herren. Ja, grüß dich auch, meiner. So. Ja, sogar einen Eisengolem haben sie. Katzen sind am Start. Die Glocke ist da. Das ist ein schönes Dorf. Wunderbar. So, inmitten dieses Villager verabschiedet sich der Berdi, der Kleine. Hier, tschüss, macht's gut, er winkt mit dem Bett und ich sage auch bis zum nächsten Mal. Ciao.